Ja, es ist natürlich schwerer, als wenn man weiß, dass der Gegner komplett ist. Und es ist natürlich auch schwerer, als wenn man weiß, dass man die Spieler bereits alle bei der Europameisterschaft gesehen hat, die dann auch morgen auflaufen. Jetzt ist es bei Bosnien so, dass die Situation sich momentan aktuell so darstellt, dass wahrscheinlich alle Spieler, die auf der linken Seite zum Einsatz gekommen sind, und auch die Rückraum-Mitte-Spieler, die bei der Europameisterschaft dabei sind, tatsächlich morgen auch spielen werden. Insofern haben wir da schon eine Möglichkeit, uns vorzubereiten. Wie es auf der Linkshänderposition aussieht, da müssen wir uns tatsächlich ein bisschen überraschen lassen. Und insofern ist es keine normale Vorbereitung, aber wir gehen die Sache so professionell wie möglich an, um ja, zumindest mit den Informationen ins Spiel zu gehen, die wir zum Zeitpunkt jetzt haben. Bosnien ist eine gute Mannschaft, die bei der Europameisterschaft in einer sehr starken Vorrunde gespielt hat. Haben mit Norwegen, Portugal und Frankreich wirklich eine ganz schöne Hammergruppe gehabt. Haben da in den Spielen lange Zeit wirklich auf Augenhöhe agiert. Was den Bosnien immer so ein bisschen schwer fiel, war die Leistung über 60 Minuten auf dem ganz hohen Niveau zu halten. Und Ähnliches erwarte ich auch für morgen, dass wir auf eine Mannschaft treffen werden, die in irgendeiner Art und Weise versuchen wird, das Spiel, ich will es mal gelinde sagen, ein bisschen zu verlangsamen. Ich glaube, dass jede Möglichkeit, das Zeitspiel bis an den Rand des Legalen heranzuführen, glaube ich, genutzt werden wird. Und insofern können wir uns darauf einstellen, dass wir auf eine sehr clevere, sehr schlaue Mannschaft mit wirklich erfahrenen Leuten im Rückraum, mit Pritze und mit Karacic, haben wirklich zwei ganz erfahrene Jungs dabei. Und die werden natürlich mit Benjamin Buric im Tor, ganz angeführt von einem sehr erfahrenen Torhüter, auf jeden Fall versuchen, so lange wie möglich zu spielen und entsprechend uns aus dem Konzept zu bringen. Für uns ist natürlich auch klar, dass wir in der Zusammenstellung auch neue Spieler dabei haben, die jetzt längere Zeit nicht mehr bei der Nationalmannschaft gewesen sind, die aber jetzt in den beiden Tagen, wo wir jetzt trainiert haben, sich super ins Team eingeführt haben. Sei es ein Finn Lemke, der sofort auch wieder Präsenz in der Abwehr gezeigt hat. Sei es ein Sebastian Heimann, der auch Akzente auf der Rückraum-Links-Position gezeigt hat. Insofern können wir froh sein, dass wir einen breiten Kader haben und wir freuen uns auf die Spiele.